Zwischen den Welten, die Abenteuer der Seele. Eines Tages, als Jan seinen Großvater besuchte, fand er ihn in Gesellschaft eines Deutschen namens Opa, Hans. Ich erinnere mich, dass du alle Deutschen auf Erden gehasst hast. Du bist doch ein Soldat, der den ganzen Krieg mitgemacht hat. Warum hat sich deine Ansicht plötzlich geändert? Ja, mein Enkelchen, ich habe mich lange mit Hans unterhalten und wir haben dann schließlich begriffen, wie man uns irregeführt hat. Wie uns die Dämonen Hitler und Stalin lehrten, gegeneinander zu sein. Tatsächlich wäre es für uns einfache Menschen besser, auf Krieg zu verzichten, sogar Hitler-Russland oder Stalin-Deutschland zu erobern. Ja, der eine nicht besser als der andere. Wenigstens zerstörte Hitler die Tempel nicht, aber die Konzentrationslager gab es von beiden, sowohl von Hitler als auch von Stalin. Beide wollten das Gleiche, sie haben die Menschen gefoltert. Einer hetzte die Gestapo auf, der andere organisierte die Folter und Hinrichtung von Menschen im NKWD. Es ist alles der gleiche Missbrauch von Menschen. Jan verstand die beiden mit dem Herzen. Er wunderte sich aber, wie sich ihre Ansichten so sehr ändern konnten. Wenn wir in der Akasha-Chronik nachschauen, wirst du selbst die Verschwörung dieser Unmenschen gegen die Menschen der Erde sehen. Sie landeten im 18. Jahrhundert bei der Ansammlung von Dämonen in einer düsteren Halle mit einer schwierigen, bedrückenden Atmosphäre. An den Wänden hingen Skelette und die Körper verstümmelter Menschen. Beelzebub saß am Kopfende des Tisches. Er war der Herr der Dämonen und hatte ein abscheuliches Gesicht. Es steht uns ein großer Schmaus bevor. Wir werden Millionen den Bösen opfern. Heute verbreiten wir bereits die Ideen des Kommunismus, seiner glänzenden Zukunft in den Köpfen der Irrenden. Und jetzt wird ein gewalttätiger Krieg auf der ganzen Erde ausbrechen. Die Tempel des Gottes werden zerstört. Jeder wird getötet, der darauf verzichtet, den Satan als seinen Herrn anzuerkennen. Aber das ist noch nicht alles. Wenn die Dämonen, angeführt von ihrem Ego, eine blutige Revolution verwirklichen und die Erde mit Blut überfluten, wird Xanlu kommen, um die Dämonen zu ersetzen. Und er wird die Menschen weiterhin quälen und sie zwingen zu glauben, dass auf Erden Gutes getan wird. Aber das ist nicht genug. Xanlu wird zusammen mit Abaddon einen langen Krieg beginnen, um das Leben der Menschen noch schwerer und unerträglicher zu machen. Die einen werden für den Kommunismus kämpfen, die anderen für den Faschismus. Und sie werden sich gegenseitig vernichten. Jeder von ihnen wird eine Armee von Dämonen unter seinem Kommando haben. Und die Narren werden sich gegenseitig im Namen ihres Volkes ausrotten, foltern und quälen und somit unserem Bösen dienen. Siehst du, mein Enkel, wie sich die Geschichte in der Wirklichkeit abbildet? Die Herren raufen, aber die Knechte werden alles verlieren. Es gibt nur einen Ausweg für die einfachen Menschen, nicht an all diese Ideologien und Versprechungen von Politikern zu glauben. Sich nicht in allen Kriegen, Putschen, Gewalttaten angeblich im Namen des Guten zu beteiligen. Und darüber nachzudenken, wie man mehr Liebe, Mitgefühl und Sympathie haben kann. Das ist Glück. Und auch denen zu helfen, die uns nahestehen. Aber nicht nur materiell, denn das wird nicht lange reichen. Man muss ihnen Liebe, Barmherzigkeit und Geduld beibringen.
Dann wird Glück auf Erden herrschen und kein Dämon wird in der Lage sein, die Menschen zu führen. Gewalt wird nicht zum Besseren verändert. Stalin, Mao Zedong, Kim Il-sung, niemand hat daran gedacht, sie zu stürzen, also haben sie alle Schrauben zugedreht. Nur ein guter, demokratischer Herrscher kann gestürzt werden. Wie viele Attentate wurden auf Hitler verübt und alle umsonst? Und euer Nikolai II., als er den Widerstand des Volkes wahrnahm, hat er auf die Krone verzichtet. Er war ein guter Mensch und ein guter Herrscher. Warum hat Gott so viel Böses zugelassen? Er war es, der gegen das Böse geimpft hat, damit die Menschen es sahen und nicht mehr an die Idee glaubten, dass Stalin ihr eigener Vater ist. Dass Hitler den Deutschen Gutes tun will, dass alle um ihn herum in Saus und Braus leben werden. Und sie werden an den Unsinn der Herrscher glauben und ihnen helfen, Böses zu tun. Aber wenigstens haben wir jetzt das Verständnis erlangt. Gott sei Dank wird es auch für immer bleiben. Lasst uns inkarnieren. Wir wollen mit Hans Prediger werden. Ja, ja, wir werden lernen zu lieben. Und durch unser Vorbild werden wir anfangen, die Menschen zu lehren. Aber ich war im belagerten Leningrad. Auch dort arrangierte Stalin die Folter des Volkes. Immerhin könnte die Stadt sich ruhig ergeben und es würde eine weitere besetzte Stadt geben, wie Kiew oder Odessa. Das deutsche Regime war nicht schlimmer als das Stalins. Aber die Menschen würden nicht leiden, würden nicht sterben. Aber all dies wurde von der Idee einer Heldentat verschleiert. Dämonen brauchen solche Heldentaten, um ihre Gräueltaten mit einer edlen Idee zu rechtfertigen. Ist das jetzt alles vorbei? Ja, wenn es nur so wäre, mein Enkelchen. Überall auf der Erde sind Dämonen in zwei Gruppen aufgeteilt und setzen unter der Schirmherrschaft des Nationalismus den Kampf für Gerechtigkeit und Freiheit fort. Terrorismus, Kriege, Pogrome, Machtübernahme. Teilung von Territorien sind das Ergebnis davon. Das passiert auf der ganzen Erde. Der Zeichentrickfilm basiert auf dem Buch Zwischen den Welten – Die Abenteuer der Seele. Lies Zwischen den Welten – Die Abenteuer der Seele auf der Website amazon1.org/books. Weitere interessante Praktiken, spirituelles Wissen und Geschenke erhältst du auf den Websites unserer Partner. Details findest du in der Beschreibung.